Aha. Hier ist das auf jeden Fall nicht. Ist das unter Grafik? TP der Charaktere anzeigen. Diese Option aktiviert die Anzeige der aktuellen maximalen Trefferpunkte auf den Porträts. Nein, das will ich nicht. Gesundheitsbalken. Diese Option aktiviert die Anzeige der Gesundheitsbalken über dem Avatar aller Kreaturen während eines Kampfes. Nein, das will ich nicht. Das passt da überhaupt nicht rein. Alternativer Renderer? Nö, den brauchen wir nicht. Okay, also. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sacken wir dem seinen Dolch ein und dann plündern wir mal hier. Was wir so finden. Okay, das Ding ist verschlossen. Das kriegen wir nicht auf. Brenno, ihr habt euch über die Augenbraue geschnitten. Was ist los, mein Kind? Etwas in euren Augen sagt mir, dass hier etwas absolut nicht stimmt. Es ist nichts, Pa. Deine Katze wollte nicht, dass ich sie streiche. Das ist in Ordnung. Hm, ja gut. Holt euch das, was ihr braucht, aus dem Wirtshaus. Den Gorion will euch schleunigst auf den Weg schicken. Wie ihr wünscht. Das habe ich selber schon Gorion gesagt. Gorion meinte ich. Womit kann ich dienen? Frieda hat mal wieder eines ihrer Bücher hier vergessen. Es ist da drüben im Heu gleich neben Nessa. Könntest du es wohl wiederbringen und dann zurückkommen? Ich hätte etwas für dich zu tun. Okay. Also ja, hier in Kerzenburg machen wir alles, was die Leute uns noch so sagen. Einfach in der Hoffnung, dass sie was springen lassen. Weil wir wissen ja, Flydia lässt was springen. Leute. Mein Buch. Oh, wenn du so grinst, erinnerst du mich an Gorion. Es war nicht leicht für ihn, dich aufzuziehen, aber er sagt, es ist die Plage der Liebe oder gar die Plage des Schicksals. Du musst ein besonderes Kind sein, wenn ein so stiller Mann wie er über... Er dich so überschwänglich lobt. Hier, nimm diesen kleinen Edelstein. Vielleicht gibt Windtop dir dafür etwas Nettes. Ja. Die arme zerstörte Flüdi hat mir einen Edelstein gegeben, weil ich ihr das verlorene Buch wieder zurückgebracht habe. In Kerzenburg scheinen die Gesetze der Wirtschaft auf dem Kopf zu stehen. Je mehr Bücher es dort gibt, desto wertvoller werden sie für die Leser. Je größer das Angebot, desto größer die Nachfrage. Von der ganzen Negerei bekomme ich Kopfschmerzen. Es wird Zeit, dass ich den Edelstein versetze und etwas sonst Nützliches dafür kaufe. Mhm. Gut, der andere wollte auch noch was von uns, der Kuhhirte. Und ja, er wollte das gegen, dass wir den Heiltrank besorgen. Mit Drizzt nehme ich sogar auf, wenn ihr mir beide Arme auf den Rücken bindet. Das würde ich gern sehen. Hier ist es heute friedlich, wie gewöhnlich. Ich habe aber gehört, es gebe draußen Probleme. Irgendwas von wegen Eisenknappheit. Ja, das Thema der Eisenknappheit. Womit kann ich dienen? Schöner Tag, nicht wahr? Scheint, dass Nessa hier nicht so viel davon hat. Sie ist nämlich krank. Ich muss ihr von Hull sein Gegenmittel besorgen. Er ist letzte Nacht ziemlich lange aufgeblieben und hat gezecht. Und heute musste er früh raus. Die Poa befragen. Frag ihn doch mal, ob er noch einen Trank herumliegen hat, wenn du ihn siehst. Mhm. Ja, Drepins Kuh. Die Kuh Nessa fühlt sich heute nicht so gut. Drepin hat mich gebeten, bei Hull, der diesen Morgen am Tor seinen Wachdienst hat, ein Gegengift zu holen. Hull verwendet es scheinbar regelmäßig gegen seinen morgendlichen Kater. Mhm. Tempel von Ogmar. Hallo, mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Warum spenden die Leute im Tempel? Leute spenden aus verschiedenen Gründen. Manche Abenteuer sehen Spender als Bezahlung für Informationen. Mitglieder des Kerns wissen oft lokale Gerüchte und Begebenheiten Bescheid. Besonders hohe Spendenbeträge werden typischerweise vom Tempelpersonal bemerkt. Sie könnten anderen Besuchern von den guten Taten erzählen, was euren Ruf steigern würde. Warum bietet der Tempel ihre Heilungsdienste nicht kostenlos an? Abenteuer vergessen manchmal, dass Zauber nicht so einfach gewirkt werden können. Jedes Beleben von Toten kostet wertvolle Ressourcen. Ein erfolgreiches Abenteuerleben wird euch mit genügend Gold ausstatten, um euch jedwede Heilungsgegenstände leisten zu können. Heilungsdienste leisten zu können, die ihr braucht. Wenn ihr sie braucht, wird ein Tempel sie bereitwillig gegen eine kleine Gebühr zur Verfügung stellen.
Vielen Dank. Sehr wohl. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit euren Lektionen fortfahren wollt. Diese Wände umschließen das Wissen der Welt. Ja, hier könnte ich Heiltränke kaufen, theoretisch, weil ich Geld dafür hätte. Ja. Gut. Lagerhaus. Yondala. Hey Benno, ihr seid ja heute früh auf. Euer Vater hat mich um einen seltsamen Gefallen gebeten. Es sieht so aus, als solltet ihr ja ein bisschen kämpfen lernen und ich soll es euch beibringen. Ich hoffe, ihr habt euren Stab gleich mitgebracht. Weitliche Wesen könnt ihr an einem roten Kreis um ihre Füße erkennen. Wenn ihr mit der linken Maustaste auf einen Kreis klickt, greift ihr das betreffende Wesen an. Greift ihr das betreffende Wesen, also im konkreten Fall mich an. Ihr könnt eure Waffe über die entsprechende Symbole der Schnellzugriffsleiste am unteren Bildschirmrand wechseln. Die momentan ausgewählte Waffe ist mit einer grünen Umrisslinie versehen. Das kennen wir alles. Während unseres Kampfes werde ich euch ein bisschen überraschen. Vergesst nicht, dass ihr das Spiel jederzeit durch Drücken der Leertaste anhalten könnt. Dann habt ihr ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ihr werdet vor allem bei meiner kleinen Übung. Ihr werdet es vor allem bei meiner kleinen Übung brauchen. Bereit? Gut. Gut gemacht, Kleiner. Besonders nachdem Erik diese Pfeile auf euch abgeschossen hat. Ich bin sicher, euer Vater wäre stolz auf euch. Wenn ihr ein bisschen Erfahrung im Kampf gegen Gruppen sammeln möchtet, solltet ihr mit dem Torwächter reden. Den findet ihr gleich südlich von hier. Da draußen kann es ganz schön wichtig sein zu wissen, wie man mit Verbündeten kämpft. So, hier ist nichts drin. Ich dachte, ich hätte dich schon gestern gebeten, die Ratten aus dem Lager zu entfernen. Also los, mach dich an die Arbeit. Ja. Revors Lagerhaus. Revor hat mich schon wieder zum Dienst in seinem Lagerhaus gezwungen. Einem Bericht nach haben unsere Katzenstreitkräfte Verrat begangen und die Ratten sind einmal mehr auf dem Kriegspfad. Ich bin scheinbar eingesichtet einer so ehrfurcht einflößenden Machtdemonstration unserer letzten Hoffnung. Leb wohl, geliebtes Tagebuch, leb wohl. Ich finde den Witz so lustig. Aber ja, die richtige Story beginnt eh erst da draußen, wenn wir die harte Realität erreichen. Ihr braucht nur zu fragen. Oh, ein Ring. So. Wie viele Erfahrungspunkte? Ah. Ja, wenn ich es richtig sehe, wären das... hier sehe ich es richtig. 1250 und 75 haben wir schon. Wie ihr wünscht. Ja, genau. Merzt sie aus wie ihre Ratten. Das sind sie schließlich auch. Eine grandiose Schlacht, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Hier sind 5 Goldmünzen, gebe ich alles auf einmal aus. Also eine pro Ratte. Merke, geh niemals zur Armee. Am Anfang sagen sie dir nie, wie gefährlich es wirklich ist. Und wenn du wieder weg willst, musst du noch hinter deinem Geld herrennen. Revo hat mir 5 lumpige Goldmünzen dafür gegeben, dass ich meinen Kopf hinhalte. Gibt es denn nicht sowas ähnliches wie eine Kerzenburger Volksbefreiungsfront, der ich mich anschließen könnte? Ja, wäre ich voll dabei. Und es regnet. Du bist auch wieder nur ein Lehrer. Das ist übrigens praktisch, dass dann auch Namen hervorgehoben werden, wenn ich Tab drücke. Raptor Kerzenburg. Unbefugten ist Zutritt verboten. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Wintop hat seine Preise so niedrig wie möglich gehalten, aber ich fürchte, das wird sich auch bald ändern. Es ist seit Wochen keine Handelskarawane mehr bis hierher durchgekommen. Hey du, ich habe heute Morgen verschlafen und mein Schwert in der Kaserne liegen lassen, als ich meinen Dienst angetreten habe. Würdest du es mir holen? Es ist in der Truhe am Fuß meines Bettes im rechten Teil der Kaserne. Mach schnell, bevor der Kommandant mich ohne erwischt. Du findest dort auch ein Gegengift. Ich glaube, Delphin braucht Eis für die alte Nessa. So, da ist der Torwächter. Bald schon weg, ja, in Ordnung. Corion hat mich gebeten, euch ein
euch ein bisschen was über die hohe Kunst des Gruppenkampfes beizubringen, bevor ihr geht. Kann ich euch dafür interessieren, Breno, ja? Gern, Torwächter. Dann ist es gut, Kind. Ist eine Sache, im Kampfgetümmel auf sich selbst zu achten, aber es ist ganz was anderes, den Überblick über eine Gruppe zu behalten. Ich habe oben den Illusionisten gebeten, ein paar Illusionen für euch in den Lagerkeller zu beschwören. Folgt mir einfach hier entlang, dann schließe ich die Tür auf. Breno, der Turmwächter hat mich gefragt, ob ich nicht eine kleine Abschiedsparty für euch ausrichten möchte. Ein bisschen Übung im Gruppenkampf kann euch nicht schaden, glaube ich. Ich werde es euch ganz leicht machen. Kanderos, Morden, Arkais, Dede und Osprey sind in eurer Gruppe. Ihr könnt frei über sie bestimmen und auch über alle anderen, die sich euch auf euren zukünftigen Reisen anschließen mögen. Sobald sich euch alle angeschlossen haben, werde ich mehrere Illusionen lang landläufiger Monster raufbeschwören, denen ihr außerhalb der sicheren Mauern dieser Burg begegnen könntet. Diese Illusionen greifen eure Gruppe an und es liegt in eurer Hand, die notwendigen Anweisungen zum Kampf zu erteilen. Bedenkt, dass die Kreaturen Illusionen sind und euch nicht wehtun können. Versucht jedoch euer Bestes, sie umzubringen, denn in der richtigen Welt sind Schmerz, Verletzung und sogar der Tod weitaus wirklicher. Einige eurer Kameraden sind im Besitz magischer Gegenstände wie Tränke und Zauberstäbe. Die müssen in das entsprechende Feld für einsatzbereite Gegenstände des jeweiligen Charakters einsetzen. Einige verfügen auch über Zaubersprüche, die ihr während des Kampfes anwenden könnt. Denkt daran, dass auch Diebe und Kämpfer Vorteile aus Kenntnissen über diese eher obskuren Formen des Kampfes ziehen können. Ab und zu frage ich euch dann, ob ihr genug habt. Wenn ja, teleportiere ich wieder zurück nach draußen. Wenn ihr jedoch weiter üben möchtet, beschwöre ich noch mehr Illusionen herauf, gegen die ihr kämpfen könnt. Seid ihr bereit? Gut, also los. Ich werde mich in Hand um. Wie kann ich helfen? So, habe ich hier irgendeinen Schurken? Taumaturg, mehrklassig Dieb. Mhm. Sie ist auch mehrklassig, Kleriker und Magier. Er ist Kleriker und er ist Kämpfer. Mhm. Was passiert eigentlich? Ich glaube, das Zeug wird alles resettet, aber... Also ja, mal die Inventare so durchgehen. Wir können hochstecken. Das kann ruhig sie behalten. Ich nehme das da dafür. Ja, bringt mir noch ein paar Monster. Worum geht es diesmal? Ja? Also gut, jemand hat Zauber. Ich kümmere mich zuerst um die Monster, gegen die ich jetzt gerade kämpfe. Okay, der hat moralisches Versagen. Wie kann ich helfen? Kann ich das hier vielleicht etwas größer ziehen? Ja, so sieht das besser aus. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich habe genug. Bringt mich nach draußen. Alles klar, sobald ich euch nach draußen deportiere, könnt ihr nicht mehr hinein. Das ist zu eurem eigenen Schutz, da meine Illusionen manchmal auch gefährlich werden können. So, jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich das Zeug noch im Inventar? Nein, er merkt sich wirklich. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Unsere Regeln sind sehr streng. Da wären wir bei nur hier, ja. So, hier wollte ich allerdings noch rein. Ihr braucht nur zu fragen. Diese Wände umschließen das Wissen der Welt. Ihr seid also krank. Für mich sehen die ziemlich gesund aus, aber man weiß man nie. Benötigt ihr einen Trank oder so etwas? Ja, das wäre nett von euch. Also gut, nehmt diesen Trank. Weisheit haben nur die gelehrt.